Jetzt sage ich noch einmal guten Morgen an unser Videotagebuch YouTube. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unser morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben 18.443 aktuell. Das heißt, wir haben hier einen Gap. Wir haben die 15.9 und die 15.8 und wir sind dichter an der 15.8 dran. Das heißt, von der Big Number her werden wir hier in die Falle jetzt unten platzieren. Wir schauen natürlich noch einmal auf die Vola-Box, die um 46,48 reinkommt. Das heißt, wenn der Kurs da bleibt, dann wird alles, dann werden wir die Vola-Box wohl als erstes nehmen, hier auf dem linken Bildrand. So, jetzt muss ich kurz einmal alle, die Facebook nutzen, ja, und ich nutze das auch privat und beruflich natürlich. Gestern wurde, ich mache das hier mal größer, wurde ich von den Danny vom Head of Trading als allererstes darauf hingewiesen. Es gibt ein Profil, ich glaube, das ist, wir haben das heute schon und gestern Abend schon durchgegeben bei Facebook, das nennt sich Charles Martins und ist, wie man sieht, verbunden mit dem Traders Club. Ja, und das bin ich definitiv nicht. Und die wollen irgendwelche Kryptos letztendlich ergattern oder kriminelle Energie. Ich zeige euch mal den Verlauf. Ich werde es nachher auch noch mal sagen. Das sieht dann so aus. Dann kriegt man irgendwelchen Chat. Ja, und mit, da soll man irgendwie Bitcoins kaufen oder Adressen abgeben. Also definitiv jetzt auch fürs Videotagebuch, das bin ich nicht. Also hütet euch davor. Ja, und ich heiße auch Carlos und nicht Charles. Es ist 14 Sekunden noch, 8.59 Uhr. Fünf, vier, drei, zwei, eins und los geht's. So, erster Trade, eine Vola-Box und wir sehen Long. Long bei 15.846. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Falls wir nicht im ersten Trade rauskommen, sondern in Richtung zweiten Trade gehen, drücken wir auf angepasst. Das bedeutet, wir wollen mehr Geld mitnehmen oder mehr Punkte mitnehmen. Ja, beim ersten Anlauf ist es immer unsere, hat das Tradition, dass wir kurze Bewegung machen. Harald, guten Morgen. So, also wir haben Gap um den Daily Pivot, wie ihr seht, hier oben 15.877. Durchaus denkbar, dass es dieses Gap schließen möchte, der Markt. Die erste Minute rum. Markt zuckt so ein bisschen. Ich gehe mal auf den Minutenchart. Dann sehen wir das ein bisschen besser. So. Bei 15.831, falls er sich nach unten bewegen möchte, haben wir erstmal die Zielmarke, denn 15.8 hier unten. Und wir kennen das Level ja, um die 50 herum ist wunderbar. Zweiter Trade angepasst.
auf 15,8. Und wenn er nach oben raus möchte, haben wir hier den Daily Pivot als Zielmarke. Big Number auf der rechten Seite wartet auch schon auf den Start. Dritter Trade aktiviert. Um 9:05 Uhr, vierter Trade. Wir gehen in Richtung Big Number nach wie vor. Der Markt hat sich, ist nach wie vor unentschieden und wackelt hier. Jetzt sind wir im 8. und ich hoffe, dass ihr im 5. gestoppt habt. Hier ist der Markt hier in so einer Seitwärtsphase, was relativ selten fortkommt, gerade in der Markteröffnung, gerade in der Rollerbox um die 50 herum. Und hoffe, dass der eine oder andere hier den Trade rechtzeitig wie nach Regelwerk im 5. gestoppt hat. Achter Trade. So, wir sind jetzt, stehen nahe beim nochmal dem Level. 21 ist eine Unterstützungszone. So sieht es zumindest aus. Einunddreißig befinden wir uns. So, 21, die Unterstützung. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Wir sind jetzt im Gewinn. Gestrichelte Linie. Dann geht er noch mal hoch. So, 9:24 Uhr. Wir sehen mit, die Kerze war schon unter der gestrichelten Linie. Sagen wir, dass wir noch mal ein Tickchen tiefer kommen. 9:25 Uhr. Wir kämpfen mit der 20er Marke. Das ist die Unterstützung 61,8, wie ihr da seht. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und jetzt versuchen wir, das Schloss mal rauszunehmen hier. Und gucken mal, dass wir Uhr jetzt gehandelt.
So, wir haben nochmal die gestrichelte Linie berührt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Hub nach unten machen. 14 gehandelt. So, wir sind jetzt im Gewinn. 0,1, 0,3. Jetzt geht er wieder zurück. Gehandelt. So, wir sehen es jetzt 0,2, 0, und raus. Und jetzt geht es weiter runter. Kennen wir das ja. Und wir schauen mal 0,44%, 0,44% an diesem Trade. Und der nächste ist dann der Big Number hier. Für unser Videotagebuch sehr, sehr selten, dass wir das bis zum achten Trade kommen. Aber ihr seht es hier und bedanke mich dann recht herzlich. Wir sehen uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und gute Trades noch.